Manfred Kölle von der Liste Burgenland kritisiert die Vorhaben der Landesregierung in Bezug auf den Gratiskindergarten, die Biowende und den Mindestlohn von 1.700 Euro netto im Landesdienst. Prinzipiell ist er nicht gegen alle Maßnahmen, begrüßt sogar einige, will aber wissen, wer diese Maßnahmen bezahlen soll. Beispiel Gratiskindergarten. Wird der erhöhte Aufwand vom Land bezahlt oder werden wieder die Gemeinden belastet? Der Kindergarten in Deutschkreuz kostet jetzt ca. 730.000 Euro. Kölle rechnet mit Kosten von 900.000 bis zu 1 Million Euro für Deutschkreuz, wenn ab November der Gratis-Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten eingeführt wird. Ebenso die 78 Gemeindearbeiter von Deutschkreuz. Wenn es einen Nettolohn von 1.700 Euro gibt, werden wir uns nicht mehr alle leisten können, so Kölle. Die Kritik von Kölle richtet sich weniger gegen die geplanten Änderungen, vielmehr kritisiert er, dass die Finanzierung der Maßnahmen nicht geklärt ist. Ich darf euch herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Es geht einmal mehr um die finanzielle Situation des Landes, aber auch der Gemeinden. Wir sind ja mitten im Wahlkampf. Wie man merkt, wenn der Herr Landeshauptmann unterwegs ist und verspricht, gratis Kindergarten, Bio-Essen-Zuzahlungen, Katastrophenfonds verdoppelt und auch nachträglich eigentlich ausschüttet und dergleichen mehr. Wir fragen uns natürlich seitens des Bundesliste Burgenland, wie wird das Ganze finanziert, wie wird das Ganze aufgestellt. Wir fordern daher klipp und klar einen klaren Finanzierungsplan. Wo nimmt er das Geld her? Wie hat er da die Möglichkeit, das ohne irgendwelche Verschuldungen aufzunehmen? Es ist mir schon recht und gut, wenn er sagt, der Gratis-Kindergarten für alle. Ich kann mich erinnern, wie die Landesrätin Dunst das damals immer wieder erwähnt hat und hat gesagt, wir machen einen Gratis-Kindergarten. Wie immer darauf geantwortet, ich habe es einen Zuschuss gegeben, aber sonst steht gar nichts. Das ist jetzt nichts anderes im Endeffekt, weil ganz klar ist, dass die Gemeinden selbstverständlich die finanziellen Rucksack da aufgebockt kriegen und auch zahltmessen kriegen. Ich kenne nur ein Beispiel, so im Mattersburg Kindergarten gibt es 4 Kindergärten. Jeder hat anders dementsprechend auch finanzielle Situationen. Der eine hat einen Abgang von 100.000, der andere von 70 und dergleichen mehr. Und dort sieht man ja typisch, dass total verschieden im Land ist, wie die Kindergärten geführt werden, beziehungsweise welche Personal das dort angestellt sind. Je älter, desto teurer ist der Kindergarten, logischerweise. Und da hat man sich keine Gedanken meiner Meinung nach gemacht, außer dass man hier wieder Scheck verteilt, ungedeckte, an die Bevölkerung und ihnen, ja, jetzt sage ich mal, was verspricht, was schlussendlich immer wieder die Bevölkerung zahlen muss, der Steuerzahler zahlen muss. Das sollte man dazu sagen, dass es so ist und nicht nur Versprechungen abgeben. Wir wissen auch, dass die Gemeinden massiv finanzielle Probleme haben. Das ist, glaube ich, an jedem bekannt, dass es nicht viele Gemeinden gibt, die sie wirklich klar und deutlich über Wasser halten können. Da frage ich mich, was dann für Bedarfszuweisungen seitens des Landes geben wird, die ja den Gemeinden zugesprochen werden müssen, normalerweise, und der Herr Landeshauptmann die verteilt. Wird das Geld verdurt genommen für den Gratis-Kindergarten? Wird das Geld verdurt genommen, wo man jetzt schon Ertragsanteile eigentlich gekürzt kriegt in den Gemeinden, bis zu 2/3 weniger auszahlt, was tatsächlich eigentlich dann uns zustehen würde. Das bedeutet aber auch für die ganzen Gemeinden eine massive dementsprechende finanzielle Problematik. Und wenn ich dann hergehe und sage, gratis Kindergarten für alle und ab November, dann haben wir es weder budgetiert in der Gemeinde, glaube ich auch nicht im Land budgetiert. Wie soll man das eigentlich wirklich finanzieren? Und das sind so Dinge, die was man einfach ausstellt und medial verkündet und schlussendlich aber meiner Meinung nach keinen Finanzierungsplan bis jetzt aufstellen hat können oder noch nicht aufgestellt hat. Wenn der Herr Landeshauptmann redet von 6 Millionen Euro, dass das kostet, dann liegt er sehr falsch, dann soll er sein Rechenzeug in die Hand nehmen und soll es einmal nachrechnen, was das insgesamt kosten würde. Und da glaube ich, da sollte man schon auch, und das ist das Entscheidende, es gibt ja Gemeindevertreterverbände, Gemeindevertreterbund, UGVF gibt es, die anscheinend hier überhaupt keine Meldung dazu machen, dass die Gemeinden hier massiv wieder belastet werden. Das ist das Interessante dabei und daher haben uns wir auch die Arbeit gemacht und gesagt, wir werden unsere Gemeinden die Namenslisten alle informieren, wie das tatsächlich ausschaut und welche Rückmeldungen es tatsächlich gibt.
Ich bin auch der festen Überzeugung, und wir wissen ja das, was im Land sich anspielt, mit der biologischen Ernährung in den Kindergärten, wo der Landeshauptmann ausgibt, es muss einmal irgendwann einmal 100% geben. Es wird es nie geben. Ich sage einmal, kleine Schritte sind wichtig, gar keine Diskussion. Aber dass man dann noch vom Land einen Zuschuss leisten soll und verspricht für die Kindergärten, für die Gemeinden, wenn das teurer wird, die Bio. Wir wissen, dass Bio teurer wird, und da zahlt das Land auch dazu. Wieder einmal so ein Fall, wo ich mich frage, von wo nimmt das Geld her? Und die Pflege insgesamt wird also massiv betreffen, alle miteinander. Da werden wir ja so, werden wir sich noch groß wundern, wie wir das eigentlich über die Bühne bringen können. Und da frage ich mich, wenn er jetzt einen Zukunftsplan vorlegt, ob 1. Oktober das pflegende Angehörige Beschäftigten daheim dementsprechend angestellt werden und dergleichen mehr. Und die Angehörigen sind 1.700 Euro netto. Und jetzt spreche ich wirklich von netto. Ohne Steuer, 1.700 Euro ist schon ein schönes Geld, muss ich dazu sagen. Ich vergunne jedem alles, dass das auch so über die Bühne gehen soll. Ich bin auch davon überzeugt, ich bin sogar einer, der was sagt, 2.000 Euro, aber wie finanziert man das Ganze? Im öffentlichen Sektor, und jetzt bin ich wieder bei der Gemeinde. Wie soll die Gemeinde, wenn man jetzt ihre Gemeinde mit 78 Beschäftigte, die dann schlussendlich alle 1.700 Euro netto bekommen wollen? Sollen, müssen. Das kann nicht funktionieren, das ist wieder ein finanzieller Kahlschlag auf die Gemeinden, wo man sagt, das ist nicht möglich, weil wir haben es weder in einem Budget drin noch irgendwann vorgesehen und wir werden uns das auch nicht leisten können. Jetzt kriegt die Putzfrau, die was normal 1.100, 1.200 verdient, kriegt dann auch 1.700 Euro. Noch einmal, ich vergönne es, es soll so sein, aber es kommt immer darauf an, mit was finanziere ich es, wie finanziere ich es. Interessant ist auch in der Situation die FPÖ. Die FPÖ ist ja überhaupt sehr, wenn einmal die Diskussionen auch im Bund, wo ich sage, das ist unmöglich, die 1.700 Euro, wo sie dagegen sind, die FPÖ, und im Burgenland sind Steigbügelhalter der SPÖ, und da stimmen sie mit. Und da frage ich Herrn Schürz einmal, wie seine Ansicht tatsächlich da in dieser Situation ist. Und wenn ich dahergegangen bin und habe gesagt, wir sollten eigentlich bei den Grundwehrdiener erhöhen, den das wird auch die Mindestsicherung kriegen, haben sie halt abgeändert und waren sie halt dagegen, und das soll sie wieder anders tun können. Das heißt, das ist alles eine scheinheilige Politik, was da gemacht wird, Stimmenfang vor der Wahl, und das lassen wir uns einfach nicht so aufdrucken, sondern wir wollen Klarheit haben, wir wollen einen Finanzierungsplan vorgelegt haben von Herrn Landeshauptmann. Ich kann mich nur wiederholen, bis dato hat er das nicht gemacht. Und jetzt weiß ich schon, warum er den Rechnungshof einfach nicht mehr überall reinschauen will lassen, in das SAP-System. Das ist mir schon klar. Der geht jetzt von der Wahl daher und bloßt die ganze Sache aus. Und der Rechnungshof hat nicht mehr die Möglichkeit, genau im Vorfeld hineinzuschauen. Wer bestimmt denn eigentlich, was der Rechnungshof machen soll? Das ist die nächste Frage. Und da, glaube ich, sollte man sich schon jetzt unterhalten oder sich auseinandersetzen mit der Sache, mit den Gutachten, was da die Frau Landtagspräsidentin vorgelesen hat und geschrieben hat, jeden Semmergutachten eingeholt. Das ist für mich kein Gutachten, sondern da gehört ein neues, vernünftiges Gutachten her und nicht so ein Wischiwaschi, was da eigentlich drinnen steht. Ich glaube, dass die Verwaltungsreform, die groß angekündigte Verwaltungsreform, aber total in die Hosen gegangen ist. Weil bis dato habe ich nicht gehört, dass wir weniger oder dass wir eingespart haben und dass auch meiner Meinung nach überhaupt nichts passiert ist. Oh ja, es ist was passiert. In Schürzbüro sind von 7 Leute auf 12 aufgestellt worden. In die Büros, in die politischen Büros, die haben alle Mitarbeiter dazu bekommen. Jetzt frage ich mich, wo ist die Verwaltungsreform? Was tut sie da in der Sache? Meiner Meinung nach leider in die falsche Richtung. Und das sind so Dinge, die uns so aufstoßen. Und ich glaube, da müssen wir schon jetzt hinterfragen, noch einmal einen Finanzierungsplan, wie sich das vorstellt, der Herr Landeshauptmann. Und mit dem Ganzen, was wir zukaufen, Kulturgeschichten, haben wir überall Stillhalte. Stillhaltevereinbarungen ist für mich eigentlich als Abgeordneter ein Häkel. Weil wenn ich einen Vorschlag beschließen muss und einen Rechnungshof beschließen muss, dann will ich ja wissen, was in den Stillhaltevereinbarungen drinnen ist. Ich sage mir kurz Stichwort Mörwisch Intendant, Stichwort Krages und dergleichen mehr. Das kann es nicht sein, und daher sind wir seitens der Bündnisliste Burgenland die Kontrollpartei, die was sich dementsprechend jetzt so positionieren wird in Zukunft,
weil es ein Wahnsinn ist, was da versprochen wird, weil es nicht nachvollziehbar ist, wer das finanzieren soll. Und mehrere Dinge sind da jetzt eingepackt in diese Situation. In der Presseabteilung, da ist aufgelöst worden, ich frage mich, brauchen wir so viele Presseleute, brauchen die alle mit? Jetzt Presseleute bei jeder Unsittenöffnung, ich sage das jetzt wirklich klar und deutlich, ein Pressemensch, der was fotografiert und kriegt nicht 1700, der kriegt sogar mehr netto. Das muss man jetzt auch mal klar gesagt haben. Da frage ich den Herrn Landeshauptmann und frage den Herrn Landeshauptmann Stellvertreter, wie das ausschaut. Es sind ja wirklich interessante Geschichten dabei, wo man wirklich Sorge macht um das Land. Wer soll das tatsächlich finanzieren? Und das ist genau das, wo wir hinwollen und sagen, wie weit ist das Land eigentlich schon verschuldet? Kann ich Zahlen nennen? Und wo man überall eigentlich, das ist ja das Interessante an der ganzen Geschichte, überall als Gutsteher dastehen, wo wir Darlehen und Haftungen übernommen haben. Da sind interessante Geschichten drin. Der Opposerverband Mittleres Burgenland, Kriegsopfer Behindertenverband, Landesholding, dann wenn wir Fußballakademie Mattersburg, warum dürfen wir da nicht wissen, was da tatsächlich für Zahlen gibt? Das wissen wir leider nicht, das steht da nirgends drinnen. Wenn man fragt, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, was für Zuschüsse kriegt die Fußballakademie? Oder unsere Nationalmannschaft. Lauter solche Dinge gibt es da, Neusiedler Seebahn, was da rein da ist, Pflegeheime, Betriebs, Avita-Ressort, Vereinssefest, Spiele Mörwisch. Lauter solche Dinge tauchen da auf. Wir haben fast keine Chance, dass wir da wirklich Einsicht kriegen, weil da sind viele Dinge dabei, die gehen uns nichts an, heißt das immer. Weil das ist, der Wasserleitungsverband ist eigentlich ein Gemeindeverband. Da habe ich eigentlich in Nördlingburg ja nichts zum Reden. Und das kann es nicht sein, als Abgeordneter will ich alles am Tisch haben. Wie alles transparent haben, wie ich das am Tisch erklärt habe. Ich will kein Problem damit, wenn man da als Gutsteher geht oder als die Haftung übernimmt, aber dann sollte man mit offenen Karten spielen, was passiert dort. Nur ein Beispiel Müllverband. Der Müllverband ist für mich ein Rätsel. Die haben einen dritten Geschäftsführer ausgeschrieben und sie wissen sehr wohl, dass wir keinen dritten brauchen. Das war der frühere Obmann. Und dann hat er gesagt, er legt sich am Zug als Obmann, weil er dann 2.000 Euro kriegt und als Geschäftsführer kriegt er 14.000 Euro. So, bis dato ist keine Entscheidung gefallen, wer zwei Rote hier sich da beworben haben. Ich sage das auch mit der Deutlichkeit. Und das kann es nicht sein. Noch einmal, wir brauchen keine drei Geschäftsführer. Wir brauchen dort Arbeiter, die sich wirklich für das Land einsetzen und nicht Günstlinge, dass man Rot-Schwarz weiterhin besetzt. Oder jetzt im Endeffekt wieder schon umfährt auf Blau. Das ist ja das Interessante an der ganzen Situation. Und dann gibt es Ausschreibungstexte, die was sehr interessant sind, weil ich bin ja auch als Bürgermeister vertreten im Burgenländischen Müllverband. Bei den Salzburger Nachrichten wird das ausgeschrieben. Nicht einmal in Amtsblattl in Burgenland. Und das ist schon sehr interessant. Ein Geschäftsführer Stöhl wird Salzburger Nachrichten ausgeschrieben. Da sollte man sich das anschauen und da bitte ich den Herrn Landeshauptmann, uns einmal klare und deutliche Zeichen zu setzen. Finanzierungsplan am Tisch, wie soll es dort überall weitergehen, in den Verbänden, weil es kann ja nicht so sein, dass der Verband Mitgliederversammlungen macht und die Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. Das ist ja das Deutlichste. Es gibt Verbände, die bringen ein paar drinnen, wo Mitgliederversammlungen sind, wo 30 bis 60 Leute drinnen sitzen, stimmberechtigt sind aber nur 10. Das sind die Bürgermeister, der Öffentlich maximal. Und das kann es nicht sein, da muss man was ändern. Und das sind unsere zukünftigen Arbeiten, die was wir auch während des Landtagswahlkampfs einbringen werden, wo wir verstärkt natürlich darauf pochen, dass wir auch eine Antwort bekommen. Und eins muss auch klar sein, der Wahlkampf ist schon längst eröffnet. Wenn einer jetzt hergeht und sagt, das ist kein Wahlkampf mehr. Die fahren mit den, und das ist ja das Nächste, was ich auch klar sagen will, die Dienstautos während der Wahl in der Garage lassen. Sie sollen so fahren wie wir, wo man sich Privatauto nehmen müssen, wo man sich Mietauto, das sollen sie machen. Die fahren mit unseren Geldern Wahlwerbung machen, für ihren eigenen Segel. Und das wollen wir einfach nicht. So, ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe, das war sehr lang.